Ja, warum wäre ich denn jetzt beleidigt? Wäre ich nicht beleidigt. Hast du Bernhard? Du. Aber ja. Mit was? Hä? Mit was? Nein, sehr gut. Um auf der Frage zurückzukommen. Wenn du kannst so viel Fragen stellen, wie du willst, okay? Okay, we need one of you to go into the facility, and one of you to stay back and provide intel. I don't care which one of you does what, so it's up to you. Frage Nummer... Ein Moment, Mihan. Du hast gesagt zwei Fragen und Indy fragt, war davon, ob die Reihenfolge, glaube ich, egal ist. Ja, ja, genau, aber das war du, hast Frage. Du hast gesagt, du hast nur zwei und ja. Indy davor war ja dann schon weg. Vielleicht hast du ja jetzt doch mehr Fragen. Ja, das kannst du einfach im Nachhinein die Spielregel erinnern. Kannst du ja genaue Zahlen von Fragen sagen, oder möchte ich das erstmal offen lassen? Okay. Nix. War das jetzt schon eine Frage? So bitte. War das die Zwirt? Take me out. Nächste Frage. Kann ich jetzt Hallo? Das ist so entspannt. War das jetzt die letzte Frage? Kann ich jetzt Hallo? Ne. Das folgende ist keine Frage. Kann ich jetzt Frage stellen? Ob du es kannst, weiß ich nicht. Oh, also der Lehrer raushängen gelassen. Okay, ich fange jetzt so. Bin ich schon jemals Fahrrad gefahren? Ja. Das ist mir eigentlich. Bin ich schon jemals deiner? Ja. Ob ich schon mal Inlineskates/Rollstuhl gefahren bin, ist die Frage. Rollschuh, nicht Rollstuhl. Rollschuh. Rollschuh, ja. Obwohl ich die Frage mit, ob ich auch Rollstuhl gefahren bin, damit ihr beantworten könnt. Ja, warum? War mein Opa nur entbettet, dann war schon vom Rollstuhl durch die Wohnung gefahren. Ich bin schon mit dem Rollstuhl ins Krankenhaus gefahren, wo. Ja, warum? Weil ich einen Autounfall hatte. Wer war am Steuer? Mit Hora. Zufall glaube ich kaum. Aber wie du bist der Ursprungsfrage ausgewichen, ob du Fahrrad und Inlineskater und Rollschuh gefarbig. Die Antwort lautet keins von allem. Dann ist natürlich die Frage. Dann so. Natürlich noch. Ja, und ist. Also. Inliner-Gefahr. Ja. Das ist beachtlich. Warum? War du nicht alt. Ich bin das öfter mal hingefallen. Dann? Bin ich wieder aufgestanden. Aber ich hab jetzt immer noch keine Frage gehört. Hast du nicht dann alles gebraucht? Fahrstand nee. Mit voller Fahrt im Gesicht.
Oder mit? Also mit dem Gesicht habe ich nie gebremst. Hände dann? So, Hände, Arm, Knie, ah. Arsch. Hände? Kann Sinn. Ich weiß es nicht mehr. So lange her. Das ist... Gut. Danke. Bitte. Kommt dann noch ein Bonus oder? Nee. Jetzt kommt erstmal die letzte Frage. Ja, das ist die letzte Bonusfrage. Okay. Geht aber noch ein bisschen vor. Nee. Ach, no. Das ist dann keine Zwischenfrage mehr, sondern eine Aftershow-Frage. Ja, dann machen wir es so. War euch jemand in der Glas aus dem... Nee. Das ist seltsam, ich frage das immer, muss ich gerade lachen. Aber woher soll man das auch genau wissen? Posaunen liegen dann rum, ich komme aus dem Zirkus. Ja. Bin dann dabei, da in der... Naja, also wir hatten so einige Clowns. Sind die dann jetzt aus dem Zirkus? Also, bist du aus dem Zirkus? Nee. Also bist du ein Clown, wo nicht im Zirkus ist? Okay. Also da bin ich halt echt raus, dann weiß ich nicht, ob welche im Zirkus waren oder nicht, weil wenn die ja Clown waren. Ja, ja. Und trotzdem nicht drin, dann. Ach, wann komm ich endlich? Ich bin schon längst drin. Bei wem? Bei niemand, ich gucke einfach das Menü. Oh. Was denn das? Sommerpraktik? Oder was ist? So. Boah. Also, was ist denn das Passwort? Passwort? Nein, ich muss da ein Passwort hingeben. Ach, was soll's denn Sinn? Ich weiß nicht, ob da großen Gleichschreibung gilt. Hab Duwag versucht, also allererstes habe ich Bud Blaster versucht und es hat nicht funktioniert. Duwag hat nicht funktioniert. Hm. Wenn so einfach, wenn du da nicht drauf kommst, dann lassen wir es Sinn. Dann? Peinlich. Kann ich mal nicht irgendeinen Tipp geben? Allein der erste Buchstabe vielleicht? Ich bin der Meinung, dass du schon nah drauf warst. War schon zu viel. Connecting to server. Ja, ja geht okay. Doch. Was? Was ist denn? Nix. Bin geschlafen, oder? Thora ist gerade wiederkommen. Okay. Hallo Thora. Hi. Was ist denn das? Stell dich mal vor. Benette, soll ich Thief oder Central nehmen? Ich kann wohl anscheinend auch Thief sehen. Central hat gestanden, dass das Intel Intel hört sich nur schlau. Ja, das hört sich nur ein Prozessor, aber okay. Ja, ich weiß, ich bin dumm. Frischkäse. Wieder Ton direkt. This is. Und auch das. Was essen wir neue? Kannst du Geld? Essen wir was? Holen wir den Frischkäse, alle. Frischkäse. Oh Gott, so ein Kühlschrank. Oh, guck. Holst du ein paar Salzstangen, Frischkäse und Oliven? Also die Olive kennt man wirklich so. Ich hab noch nie was besseres gegessen als Olive in der Dose. Mit Salzstange. Boah.
Weil ich nie vergesse. Wenn der Herr Doktor wiederkommt, bin gerade mal Getränk Aria. Okay. Hallo. Hallo. Ich soll eine Nachricht ausrichten, wenn der Doktor zurückkommt. Ich hab's gehört, du warst schon wieder da. Okay. Weil ich war nur kurz am Kühlschrank. Hallo? Hallo. Now to the fun part. Ja, das mit dem Frischkäse war nicht so verkehrt. Nicht von dem Bild, was ich da geschickt habe. Unfortunately, we do not know 100% what is going on in there, but we do know how to get in. Das ist sehr köstlich. This museum has the same 35 visitors every day. They get in at 7. Ja, aber alles köstlich, denn da gibt's im Netto. Nobody stays that long in a museum with just statues. Anyway, I think we found a pattern of how to get in. Everything else is up to you. This is paprika chili. Mmm.
erinnert. Das Spiel, ne? Und weil ich rausgetappt war. Also, das Ding ist in die Luft gehangen. Noch einmal von vorne. Ja, kann ich noch mal neu aufmachen. Okay, we need one of you to go into the facility and one of you to stay back and provide intel. I don't care which one of you does what, so it's up to you. Oh nee, wrong password. Könnt ihr mir jetzt einen Tipp geben? Ja, möchte ich nur gerne nutzen. Bud Blaster, was ist es? Ich bräuchte 4 Auswahlmöglichkeiten. Antwortmöglichkeit A. Path of Exile. Antwortmöglichkeit 2 B. Lost Ark. Antwortmöglichkeit 3 Diablo 3. Bin drin. Antwortmöglichkeit 4 Overwatch. Ich hätte tatsächlich so eine Tusch im Publikum genommen. Now to the fun part. Da kann er nicht drauf kommen. Prepare a safe house where we got all the info you will need for this. Da kann er nicht drauf kommen. You may have to look around though, because the cleaning lady was sick last weekend. Unfortunately, we do not know 100% what is going on in there, but we do know how to get in. This alleged museum has the same 35 visitors every day. They get in at 7 and leave at 18. Nobody stays that long in a museum with just statues. Anyway, I think we found a pattern of how to get in. Everything else is up to you. Bernard, ich glaube, das Spiel geht nicht. Ja. Ich kann einfach nichts machen. Ja. Zum Beispiel rumlaufen, mit die Maus bewegen können. Jetzt ich habe halt einfach nur ein normaler Windows-Mauszeiger und siehe Standbild. Was siehst du? Siehst du irgendwelche Röhre und siehst du zufällig einen Stuhl? Orange, ne? Ja, also ich glaube, Sicherheit nicht gewollt. Wir können ja mal die Rolle tauschen. Aber vielleicht geht's deswegen, ne? Hier ein Standbild und habe einen Windows-Mauszeiger. Ich kann nichts machen.
Was? Ich verstehe doch nicht. Okay, we need one of you to go into the facility and one of you to stay back and provide intel. I don't care which one of you does what, so it's up to you. Das ist schon stark. Now to the fun. Da bist halt immer noch dieselbe Rolle, ne? Jetzt hol ich mich auf das. Aber das hat auf keinen Fall normal ausgesehen. Because the cleaning lady was sick last weekend. Unfortunately, we do not know 100% what is going on in there, but we do know how to get in. This alleged museum has the same 35 visitors every day. They get in at 7 and leave at 18. Nobody stays that long in a museum with just statues. Anyway, I think we found a pattern of how to get in. Yes, shoo shoo. Ja. Ja. Hallo? Hörst du mich? Ja, ich höre dich, ja. Und das so? Achso, nein, ich hatte tot im Spiel aus. Hallo? Problem ist. Was funktioniert noch? Hast du eine Mauszeige, Windows-Mauszeige? Ich hab keine Ahnung. Denkst du eine Maus? Ja. Also ich denke, das stimmt fast nicht, weil wir könnten. Fullscreen. Ah, voll. Ends 83. Ich hab da an der Wand was mit der Skulptur, wo man drehen soll. Ah. Achso. Kann das sein, dass die Zeichnungen manchmal aussehen wie ein Pokéball? Emo. Ich glaube, ich kann dir sagen, in welche Richtung die du die. Deine Kopf drehen musst. Okay. Im Norden, Westen, Süden, Osten oder so. Pokéball, ne? Kannst du den Pokéball mal noch näher beschreiben? Was ist doch anders da, was beim normalen Pokéball wäre? Westrich. Oder mehr. Okay, ja. Von unten nach oben quasi, oder? So durch. Dann, die müsst dann nur wäschen. Na west. Denkst du, also das ist doch ja nicht spezifiziert.
Gut. Gut, sehr gut. Ja, naja. Denkst du, ich kann hell sehen? Ich sehe nicht, was für Zeichnungen du noch hast. Auch ich. Alle sechs. Du musst mir sagen, welche Zeichnung. Ich habe da so, so abartig viel. Weil du gesagt hast, nur N sieht aus wie ein Pokéball. Aber du hast... Ja. Okay. Res. Mit M. Komplett Res in... Links und rechts ist... Ja, weiter oben, weiter unten. Drei Striche. Geht der Strich, wo spaltet, noch weiter? Boah, scheiße, sieht das dann eher aus wie Z, oder? Also eher wie Blitz, die zwei Striche, wo in der Mitte sind, da noch? Oder eher Grad, sind die Striche Grad? Grad. Nein, nein, das ist A-Wäschte wahrscheinlich. Dann haben wir ein B. Ein Stapel drin. Also oben. Oste. Hab ich. Oh, warte mal. Oh, 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 oh. Ist der Strich genau mittig durch den Ball? Nein. Oh, dann ist es A wieder Wäschte. Hammer, Gräs. Drei Striche hat. Zwei Striche Aue. Drei Striche im Mund. Aue gehen A aus dem Kopf. Ist das ein sogenannter Strich, Unterstrich, Strich-Smiley? Jawohl. Süde. Das heißt, keine Ahnung, was das heißt, dass es dich A guckt oder was? Jetzt haben wir. Komische Sache. So, rechts hat B. Ist der... Ah ja, ich sieh's. Jetzt mein hinterer Pfeiler halt. Hat Unterschiede. Strich von dem B. Der geht beim Ende noch ein bisschen. Also ich hab nur N's von denen. Denke ich. Ich hab noch so B und eine C, wo der eine sieht aus wie so ein Judefisch. Wohingegen der andere mehr aussieht wie ein B. Hast du so ein weißes Dreieck? Auf dem Blatt Papier ist so ein weißes Dreieck. Wer ist jetzt nicht genau? Kannst du das noch einmal erklären? Links over. C. Ja. Das drei Strich. Ja. Rechts. Da ist. Also ein kleines B. Ja. Großes kleines B. Ja. Steht aus vier Strichen. Man. Geht der untere Strich noch ziemlich weit, nur links? Ja, dann sag ich dir aber Raoste. Selbe Bild habe ich halt nochmal, wo der untere Strich nicht weit nach links. Ja, ja, okay. Das ist dann Süd. Was hat die denn? Edgy. Ja. Ich hab
Würfel, die ich platzieren kann. Ja, was denn jetzt? Watch out? Ich hab Art. Im Labyrinth. Lange. Ein Labyrinth. Ja, wie gesagt, ich hab komische Würfel. Ich kann die halt platzieren. Aber, ach, mein lieber Mann. Wenn ich nur wüsste, wie. So close. Ja, also ich kann also komische Würfel platzieren, aber machst du das? Ja, ich tue sie gerade random irgendwie. Das sind, ich weiß nicht, welches das ist. Eine 2x3 Matrix. Und das ist im Prinzip ein Strich, das ich da verfolgen muss, aber. 2x3 Matrix? Ja, und ich hab halt Würfel, auf denen Striche sind. Sagen wir mal irgendwas. Da ist einer, der. An dir verschiedene. Nee. Aber ich habe zum Beispiel ganz gerader Strich, einer da sieht teilweise aus wie ein Pfeil, einer da sieht aus wie ein M, aber Abschnitt. Ja, die drehen sich irgendwie, wenn ich die drin mach, dann drehen sich die, aber das Ende sieht aus wie ein großgeschriebenes M, nur der linke Strich ist nicht doof. Und je nachdem, wo ich das platziere, ist das anders da rotiert. Und ich habe ein gerader Strich, habe ich auch. Und ein gerader Strich ist auch schon in der Wand drin. So, also die 2x3 Matrix besteht eigentlich nur aus 5 Sachen, die ich verändern kann, oder? Weil das sind Mitte und. Genau, ja, genau. Rechts, ne, wird raus, halt einer. Ah, die Tora wohl. Was war das da nochmal? Der ist. Und links. Horizontaler Graf. Einfach rauf von links nach rechts. Ja, okay, das kann ich machen. Ends habe ich so, so ist. River ist dann einer, der ist einfach vertikal. Ah, warte mal. Vielleicht. Ja, okay.
Wird nicht funktionieren, aber und weiter? Er wird rau. Oben in der Mitte, der ist auch horizontal gerade. Okay, und weiter. Ah, horizontal Griff. Na, das macht jetzt keinen Sinn. Ne, das verstehe ich nicht. Und Sven? Meine sind halt so ganz komisch. Sieht teilweise aus wie ein Schnurknäuel. So. Und so, hä? Halt wunder. Meine haben all die gleich vorab. So verbinden. Das habe ich tatsächlich als erstes versucht, aber... Wobei das bei mir ist, der an links vernetzte, weil der ich hab's eigentlich so gemacht, ne? So. Ich nicht, ich hab's eigentlich so gemacht, dass die sich berühre, aber. Verstehe ich nicht. Dir. Wollte. So sieht das bei mir aus. Die Würfel kann ich halt rausmachen. Von jeder Dem, wo ich es drin mache, dreht sich, also die Würfel sind nicht immer gleich. Der Strich in der Mitte, aber zum Beispiel, wenn ich den rechts unten drin mache, ist es ein vertikaler Strich statt ein horizontaler. Ja.
Oh nein, was? Was hast du gemacht? Das sieht bei dir so aus. Ja. Sehe ich nicht. Sehst du das? Ja. Kann da nicht helfen. Da bist du. Ja, ich rauf's nicht. Ich weiß nicht, was ich mache so. Oh, er ist da, der hat gerade. Wir sind das Gestatt. Ja. Komm, Schätze. Hallo? Und? Ja, was soll ich denn? Ich krieg's nicht hin. Oh, hopp. Könnte ich einfach bei der Disc. Auslager wollen wir mein Teammitglied nicht helfen, die Lösung. Was soll ich denn machen? Ja, weiß nicht. Ich kann nichts machen, ich steh guck dich mal noch um oder so. Soll ich mich um? Ich hab dir geholfen, das andere Rätsel zu lösen, du musst mir jetzt helfen, das zu lösen. So läuft's immer ab. Wenn ich das nur von meiner Seite aus lösen könnte, bräuchte ich dich ja gar nicht. Kannst du mein Bild? Ich hab da ein Bild geschickt, das sind aber andere Sachen. Kannst du die Knöpf nicht rindrücken? Sieht aus, als könnte ich die rindrücken. Nochmal versuchen zu. Hey, voll. Wenn ich deine Hände würfel mit dem geraden Strich, kann deine ja, in jeden Slot drin mache. Und dann kommt genau selber raus, wie es bei dir ist, wenn ich das nur dann darin mache.
Muss ich ja. Können wir die Sahne der Glär. Ob ich die rotieren kann. Die rotieren sich automatisch, Ammo. Wann? Also, die sind halt für jeden Slot. Was ist das auf der Arsch? Nix, das zeigt einfach nur was auf. Was du bedeutest? Ja, wahrscheinlich muss ich dir das sagen. Aber das hast du jetzt schon gesehen. Na gut, und ich kann das mal zeigen, wenn ich die. Kann die natürlich anders positionieren. Und dann sehen die halt zum Beispiel so aus. Links unten. Das, der Würfel war nochmal. Eigentlich ist der horizontal. Aber wenn ich eine links unten hin mache, ist er vertikal. Also, da bin ich jetzt raus. Das ist mir so schwer. Anna. Doch. Und Ende wurde harsch. Harte Strecke. Und je die Person einmal setzt. Habe ich schon gemacht. Ich habe dann jede Person einmal gesetzt und dann theoretisch, wenn ich den Würfel fünfmal hätte, wird es genauso aussehen wie bei dir. Bin auf Social Media. Nochmal gepackt. Ah ja, das kann er nicht sehen. Was anders? Na, leider nicht. Übrigens, jedes Mal, wenn du runterfällst, kommt bei mir wahrscheinlich das, was bei dir auch kommt. You almost got it und das Dreh hat sich. So. Na.
Wir können gerne die Position tauschen. Ja. Wir machen nochmal neu. Achso, ja, man muss ja nicht mal von auf. Das weiß ich nicht. Doch, du gibst den Job. Ja, doch. Okay, we need one of you to go into the facility and one of you to stay back and provide intel. I don't care which one of you does what, so it's up to you. Oh, wir sind ja Wechsler. Bernhard? Was? Bernhard? Ja? Du hast mir doch vorhin ein Bild geschickt, ne? Soll ich dir mal jetzt ein Bild schicken? Ja, das ist verbuggt. Das kann man sinnlos, glaube ich. Das ist halt jetzt so dumm, ne? Achso, die Waffe muss. Und ich kann AR schlafen, wenn ich rechtsklick mache. Samen oder Würfel? Wie Samen oder Würfel? Soll man das jetzt wieder tauschen? Oh ja. Also. Das war vorhin verpackt. Ja. Also hat er einfach so, ist den gebaut? Verpackt? Naja, ich denke, bei dir könnte es jetzt wieder verpackt sein. Okay, we need one of you to go into the facility and one of you to stay back and provide it. Nee, ich muss jetzt ich muss jetzt wieder Taschentricke, um mich zu bewegen. Jo, ich red mal's weg. Escape, Ammo Escape. Bei mir macht jetzt der Monitor, dann geht's. Naja, das ist sogar Unreal. Rechts. Live? Okay, dann ist es wirklich random. Ja, und dann? Eieiei. Pfeil. In der Mitte. Ich? Asch's? Ja. Eigentlich ist na, was mit. Musik. Ja, es hat funktioniert. Aber musst du die Statue jetzt noch wissen, ne? Oder war das schon vorbei?
Job. Job, Knapp. Boah, ich mach einfach Wend hoch. Das ist all Maximale, was ich machen kann. Ah, was machst du? Nix, hab nix gemacht. Ach, das ist eine Zeit lang einfach nur. Ah, das. Das ist getimed. Oh, scheiße. Hilft da das? Ist? Oh. Das ist schwierig. Ja, aber du sagst, das geht gleich einfach wieder. Oh. Was kann ich denn nennen? Hab ich ja. Ich hab sogar zu weh. Ich müsste einmal wissen. Ich kann sie ändern. Ich kann sie von schwarz zu weiß machen. Wer von deiner Firma? Mit nur Annie. Avengers. Machst du gerade irgendwas? Ich hab sogar drei. Drei. Ich hab da Morse-Code. Und da sah NZ345678. Und ich habe einen Dreierzahlerschluss für Dynamit zu sprengen oder so. Da hab ich 3, 4. Bei mir guckt die Kamera drauf. Hilft das? Ein Pfeil, der von unten noch übergeht und man wollte sagen, wo es anfängt. Und eins links, eins bei mir. Soll ich einfach mal eins sagen, oder was? Ja, sag mal eins. Von unten angefangen, oder? Oh. Aber von oben links bis oben rechts, oder von oben links bis unten links? Okay, dann sag noch einmal. Schwarz, weiß. Ja. Schwarz, schwarz. Schwarz. Ja. Schwarz, 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 weiß. Ja. Weiß, weiß. Was? Mir ist nichts passiert. Okay. Weiß. Ja. Weiß, weiß, schwarz. Ja. Schwarz, schwarz, weiß. Ja. Weiß, schwarz, weiß. Hat er, hat.
egal. Wir machen dann direkt nach der Alarm auf. Weiß, schwarz, schwarz. Ja. Schwarz, schwarz, weiß. Ja. Ja. Weiß. Du hast am Schluss nur drei Sachen gesagt. Weiß, schwarz. Mich groß alles sagen. Das ist ein Labyrinth, ich denke, ich kann dich dann da lang führen, vielleicht. Labyrinth, der Auswirkung. Was ist? Bringen wir nun ins Labyrinth. Ah, nein, doch. Ja. Ja, bin im Labyrinth. Okay, dann laufst du geradeaus bis an die Wand. Warte mal, da ist aber ein Knopf. Drei Personen. Einmal drücken? Ja. Keine Ahnung. Mal gedrückt. Was passiert? Ah. Na. An die Wand. Ja. Ja. Kann ich jetzt noch rechts drehen und bis an die Wand laufen? Und jetzt noch rechts guckst. Kannst du dann nur links gehen in den Gang? Ja. Ja, genau. So brauche ich eine Zahl. Ja. Drei kurz, zwei lang. Geil. Geil, geil, geil. Ja, tja, jetzt muss ich dich doch irgendwie wieder zu den anderen führen, aber das ist ja seltsam. Geh nochmal dort zurück, wo der herkommt, bist. Also, oder. Nein, nein, also geh einfach. Der Raum hat ja nur einen Ausgang, ne? Jetzt wieder ganz am Anfang. Achso. Ganz am Anfang. Noch bevor ich zu der Xadab lauf, geradeaus an die Wand. Okay, dann lauf schon. Ist mal geradeaus an die Wand. Gehst aber links, dann laufst du von dir aus gesehen dann rechts lang und dann kannst du da nur links lang, richtig? Ja. Okay, und jetzt ist es wichtig, du laufst jetzt geradeaus und gehst die zweit links, wenn ich das richtig sehe. Und da laufst du weiter, du musst an ein grünes Dreieck kommen. Brauche ich auch Zahl. Dreimal kurz, dreimal lang. Okay. Und jetzt gehe ich zurück. Also der Raum hat ja wieder nur einen Ausgang, ne? Und dann bleibst du aber an dem Ausgang stehen. Sind da irgendwelche Säule oder sowas, oder? Geradeaus, ne? Sind doch vier Säule geradeaus und zwei so neben. Okay, dann laufst du. Zwei nebeneinander, genau. Dann zwei. Genau. Dann laufst du doch hier, wo die zwei sind und gehst dann rechts. Dann laufst du doch geradeaus an die Wand und dann ist doch rechts, glaube ich, Sackgasse und links geht's weiter. Ja. Ja, dann gehst du doch weiter und laufst. Da, nein, nein, du musst jetzt aufpassen. Passen. Da, wo du bist, vielleicht bist du in den Raum reingegangen. Alles in links und nach. Da was rechts. In deiner. Wie? Da der hellblaues Dreieck, beim Radio. Und ein dunkelblaues rechts. Du musst halt rechts von da aus, wo du kommst, bist. Wenn du da gucken würdest, musst du rechts. Lang. Der Raum ist weiter weg, sagen wir es mal so. Da muss ich hin. Das ist ein lilanes Dreieck halt.
das ist jetzt eine Zahl. Was? Okay, jetzt bin ich vielleicht tot. Oh ne, die haben die Bombe entschärft. Bei mir haben die Bombe entschärft. Gute Leistung. Und jetzt? So ist halt. Du hast noch was aufgezeichnet. Gehen wir in den Raum, wo du vorhin. Also, da waren doch zwei. Also, quasi von da, wo du gerade drin warst, müsste ich geradeaus in den Raum laufen können. Was ist denn da drin? Das sind bei mir nämlich nur Fragezeichen. Nicht ganz voll gespielt. Ja, an dem, wo ich einfach das Lied. Wenn du aus dem Raum rausguckst, doch ja. Ganz geradeaus, sieht für mich relativ weit weg aus, auch noch ein Raum. Ja, ja. Auch noch so drei. Aus oder? Okay, und das sah da im Prinzip auch nur eine Zahl oder was? Oder ist das vielleicht eine Verarschung oder kann man da vielleicht was machen noch? Macht nichts, wenn ich durch. Oh. Ja, dann geh ich aus dem Raum raus und laufst wieder rechts. Solange rechts, bis du zu deiner Säule kommst. Ja, bin bei der Säule. Und dann laufst du diesmal nicht links zu deiner Richtung 4 Säule, sondern einfach geradeaus. Du hast einfach ein Gang, der geht ganz lang und geschlängelt, was weiß ich. So, es scheint auch irgendwas zu sein mit Fragezeichen. Irgendwas. Da ist. Da ist was abgebildet hier, ich weiß nicht. Da ist also, was wir vorhin schon mal so wirft, einmal Kontrolle grad. Dann der Button, den ich vorhin gedrückt habe. Dann ist auf dem rechten Monitor ja, mit. Ich hab einen Knopf in meinem Raum, wo ich. Also, ich hab absolut keine Ahnung, ich drück mal einfach den Knopf. Hab ich. Das leuchtet durch die Kleidung gewesen. Endlich, was ich noch hab, was ich nicht benutzt hab. Denke ich zumindest. Durch so einen Projektor, da zeigt man dauernd Bilder von Puppe. Also so Schaufensterpuppe, wo man auch sieht, so ein bisschen Wäsche. Kannst du mich ganz an der Tür? Theoretisch, ja. Und da war der Button, vielleicht muss ich wieder drücken, weil der ist da halt abge. Ah ja, ja, es gibt noch ein Fragezeichen, wo du hier kennst. Ja, gehen wir. Ich muss wieder da hin, wo die Säule sind. Ja, und dann gibt es noch einen Gang, wo du noch nicht warst. Der müsste dann von dir quasi eigentlich geradeaus durch sind. Geht einmal. Das sind wahrscheinlich zwei, wo geradeaus gehen, ne? Aber bei MC schon, da geht's weiter. Geradeaus nach, und ne? Dann direkt links, oder? Ja, genau. Ach nee. Okay. Okay, ja, dann muss ich zurücklaufen und dann rechts. Ob's gut. Na, Knopf einfach. Hab nicht drin. Muss ich auch einen Knopf drücken. Ich hab keinen Knopf, das ist die Sache. Aber muss man dann. Muss nicht drücken und dann schnell zum anderen und nochmal drücken. Ja, das gibt nur Essig. Irgendein Knopf. Also ich habe nichts gemacht. Ach, ich drück den Knopf. Der ist gar nicht mit da oben. Ich kann den TNT-Knopf einfach hämmern. Das ist verbuggt.
Zwischen so noch so. Dann macht sich. So. Kalender. Kalender noch. MT. Also ich kann übrigens jetzt gerade nichts mehr machen. Ich kann da nur noch, ich kann nur gucken. Und ich denke. Und mit so einem Sack. Ich auf einen Stoppel. Und so hier. Ah, okay. Wie sieht denn dein Raum aus? Verschiedene. Ja, und da sind einmal drei blaue Fässer, einmal ist ein Schrank. Ja, genau, ja. 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 Saloon. Was ist denn mit also, das heißt, bei mir ändern sich die Bilder halt dauernd. Ne? Bei mir ändern sich die Bilder einfach dauernd. Gibt es da einer, wo beide Hände nur overhalt? Aber wie, ne? Die Frage. Einer. Beide Hände nur over und beide mit beiden Füßen auf dem Boden. Der ist bei dem Stuhl, wo an der Treppe ist. Kannst du die auf diese kleinen Stelldinger da setzen oder was das ist? Ah ja, okay. Da muss ich warten, weil mal der andere ist. Einer. Schaufensterpuppe sieht aus wie der hat eine Hand nur vorne und eine Hand nur hinten. Ja. Und, ah, oh, scheiße. Der steht, glaube ich, da, wo Saloon-Schild halt ist, circa. Aber ich muss leider mal warten. Der rechte. Rechts vom Saloon-Schild. Und jetzt gibt's oh, mit so einem blutigen Schrank, sag ich mal einfach. Da betet direkt vorm Schrank. Und dann gibt's einer, wo noch so einen der Fuß hebt. Der ist vor dem Schwerlastregal. Links vom dem grünen Ding. Hä? New Pictures? Ja, die sind. Das sind noch drei blaue Fässer, gell? Na, ja, dann sag ich dir jetzt aber auch noch. Scheiße. Das ist schon gelöst. Ja. Aber egal, sag's. Ach so, ne, ist es nicht. Also, ne, es ist gelöst. Das war derselbe Raum, oder? Du musst nicht alle Puppe setzen. Anscheinend. Die sind nur zur Verwirrung dort, dass, wenn ich denen die richtige Puppe sage, stelle ich eine falsche hin. Mysteriös. Reden damit. Ganz viel an. Also ich bei mir hat sich noch nichts gemacht, aber jetzt hat, denke ich mal so, ich kann da nichts mehr sagen. Gar nichts. Ja, ich halt auch. Ah, doch, da ist was. Ah, ja. Da sind Säulen. Oh, ne. Siehst du so ein schwarzer Pfeil, wo es anfängt? Botte oder so? Ja. Ja. Wie kannst du die verschieben? Nur beliebe? Innen oder außen?
Ja, die sind alle einfach inne im Kreis. Nichts ist außer. Alle inne, ja. Und soweit ich weiß, sehen die all gleich aus. Vielleicht müssen wir zuerst was... Alter. Anderes lösen. Ich hab da Schalter mit A, B, C. Ich hab... Oh, hopp. Oder ich hab so Zeichen und das sagt mir, das heißt 6. Ich hab so... Linker Schalter, rechter Schalter, dann ist es 8-4, was ist? Dann 3 gelbe Rohre an der Wand. Und da ist es mittlere Rohr, bei mir rot markiert. Hier kann ich einfach auf den Knopf drücken, bei der 5. Oh, Bernhard, das ist nichts. Ne, also ich sehe nicht mehr. Ich kann nur die... Start. Da ist ein Knopf. Vom Automat links unten. Da steht Start. Bernhard, ich glaube, mir ist es zu spät für sowas. Ich denke, es wird Zeit zu gehen. Es ist schon 11:45. Mal überlegen. Ja, schlafe ins Bett. Nur noch eins. Das nochmal, was ich. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ja. Und das sind. Achso. Verstehe. Achso, ne, aber innen sind noch nur so 6 Rechtecke auf dem Bot, oder? Wir müssen auf alle Rechtecke drauf. Nicht auf die Striche, sondern auf die Rechtecke. Im inneren Kreis. Ich hab 12 Säule. Mal 3. Das verstehe ich nicht. Bin ich zu dumm dazu. Ich sehe nur 6. Ja, vielleicht. Bis. Bis.
Spanisch gehen und jetzt raus.